Let's go. Liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Start seid. Wir gucken uns nun das Video von Treyment an. Der dunkle Parapherritter, Sascha, Alicia Joe. Mein Problem mit diesen drei YouTubern. Finde ich spannend, dass er so ein Video gemacht hat. Und klingt sehr interessant. Klingt sehr interessant. Ich bin gespannt. Let's go. Yeah. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Oha. Und zwar, er ist einfach in der Natur. Ein Naturmensch. Da habe ich ein Thema, das ich ansprechen möchte. Ich bin im Stream zweimal über eine vergleichbar ähnliche Aussage gestolpert. Genau dann, wo die ADHS geschoben haben, sich entfolgt haben, Insta-Profil wieder ohne Bilder und keine Ahnung was, gab es immer irgendwelche Placements. Warum ich das Thema aufmachen möchte, beziehungsweise diskutieren möchte, ist, weil ich selber ADHS habe. Und ich empfinde diese Darstellung von ADHS als... Okay, das wusste ich noch gar nicht. Admiral, danke für den Sub an Traymundo. Ganz viel Liebe, Mann. Menschen, die Aufmerksamkeit brauchen, weil sie eine Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom haben, als problematisch. Denn das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom bezieht sich nicht darin, dass Menschen Aufmerksamkeit brauchen, sondern dass sie Schwierigkeiten haben, diese Aufmerksamkeit auf gezielt, also exekutive Kontrolle, gezielt auf gewisse Dinge, Themen des Alltags zum Beispiel, gewisse Aufgaben zu lenken, zu zielen. Es geht da sozusagen eher um Konzentration. Man sollte, wenn es um ADHS geht, meiner Meinung nach eher davon sprechen, dass man eine Konzentrationsstörung hat, was auch nicht ganz richtig ist. Und ich kann da nur aus meiner persönlichen Wahrnehmung sprechen, und das mache ich wahrscheinlich eher in einem anderen Video. Weshalb ich dieses Thema aber anspreche, ist, weil ich jetzt einmal eine allgemeinere Kritik an ein paar Influencer, Meinungsblogger richten. Alicia Joe hat ja in ihrem letzten Video aufgezeigt, wie problematisch Meinungsblogger sein können. Und da hat sie auch eigentlich sehr stark bewiesen, warum sie Teil dieses Problems ist und sich selbst in ihrer eigenen Argumentation ad absurdum gelegt. Denn es ist nicht problematisch, im Internet seine Meinung zu äußern. Das ist völlig legitim. Vor allen Dingen. Doch. Und zwar, wenn Treymundo seine Meinung äußert. Wenn diese Meinung auf dem Grundgesetz zu fußen ist, also kein Hass, Hetze oder Diffamierung beinhaltet. Was aber in ihrem Video getan wird, ist, ein hypothetisches Bild von real existierenden Fällen zu zeichnen und dort alarmistisch zu argumentieren. Hä? Also sie zeichnet ein Szenario, wo sie sich vorstellt, dass es ja Politiker geben könnte, die als Influencer anfangen und dann in die Politik gehen. In dem Fall spricht sie über eine Angst, die sie anscheinend hat. Das Problem an der Stelle ist, diese Menschen, die sie ja beschreibt in ihrem hypothetischen Fall, warum sie glaubt, dass Meinungsblogger problematisch sind, würde ich erstmal so als Politfluencer bezeichnen. Und da hat sie danke zum Beispiel für den Sarah Wagenknecht erwähnt. Ganz unter anderem ist aber auch ein Klassenstaat. Junge, das habe ich null mitbekommen, ne? Diese Wagenknecht hat einfach einen YouTube-Channel und der ist geisteskrank groß. Der hat 660.000 Abos und bis vor zwei Wochen wusste ich das nicht, dass sie einen YouTube-Kanal hat. Und die sieht einfach aus, als wäre das hier so ein übelster Creepy-Kanal. Kann die sich keine Kamera leisten? Das sieht ja furchtbar aus. Das sieht wirklich einfach gruselig aus. Das gucken sich die Leute dann scheinbar wirklich an und ja, keine Ahnung. Also sie hat doch bestimmt das Geld, sich wenigstens eine Kamera leisten zu können. Ja, egal. Musst du aber trainieren los. Warum, danke dir, ne? Influencer zu bezeichnen. Ein Markus Söder und diverse andere größere Politiker besitzen mittlerweile eine Social-Media-Plattform, wo sie ihre Meinung zur Besten geben und damit den politischen Diskurs nicht nur über ihre Policy, sondern halt auch durch den Austausch mit potenziellen Wählern beeinflussen. Was per se nicht problematisch ist, wenn man einordnen kann, woher diese Meinung kommt. Ja, das muss man natürlich so erstmal da stehen lassen, meiner Meinung nach. Denn das ist kein Problem von die Influencer, die Meinungsblogger sind das Problem, sondern eher das System ist das Problem. Heißt, wir als Zuschauer sind nicht in der Lage zu differenzieren, von wem bekommen wir die Information und wie haben wir diese Information kritisch einzuordnen. Das erwähnt sie halt ganz stark in ihrem Video. Sie hat einfach effektiv ein 20-minütiges Video gemacht, wo sie ihren Zuschauern sagt, dass sie doch bitte kritisch denken sollen, was offensichtlich ist. Das hätte man natürlich in der Schule schon beibringen müssen. Der wesentliche Punkt ihres Videos hätte sein müssen, und zu dieser Konklusion kommt auch ein Parabelritter, über den wir auch gleich sprechen werden, dass wir als Gesellschaft mehr Medienkompetenz brauchen. Denn dann können wir natürlich auch einordnen und untereinander auch austauschen, welche Meinung wie wie zu wem bewerten haben. Internet ist halt Neuland. Danke, Merkel. Dann, da sie als Meinungsblogger gerade auch aufzeigt, wie problematisch das ist, wenn man eine Community hat, die einem kategorisch einfach alles glaubt und dann halt selber beweist, also dass sie... Also ich muss da ganz kurz konstruktive Kritik da lassen. Bau nicht zu viele Memes ein. Das ist manchmal ein bisschen zu random. Ne? Aber ansonsten interessant mal zu sehen aus der Perspektive, dass auch mal Kritik gegen drei YouTuber kommt, die, glaube ich, nie Kritik abbekommen. Ich glaube, Parabelritter bekommen sehr selten Kritik ab. Sascha auch und Alicia Joe auch. Also, ich wüsste jetzt nicht von denen, dass da mal großartige Kritik in deren Richtung kam.
in dem Fall Influencer, beziehungsweise Meinungsblogger und die politische Debatte, beweist sie eigentlich genau das, was sie ja versucht zu wahren. Sie spricht über ein Thema, von dem sie sich in der Tiefe nicht informiert hat und führt zu einer irrationalen Angst über ein Problem, das man nicht in Gänze abgedeckt hat, was halt unglaublich problematisch ist. Also jemand wie Matt Walsh zum Beispiel, der aktiv transfeindliche, frauenfeindliche Takes verbreitet, so, den muss man natürlich als Gesellschaft einordnen können. Aber dafür braucht man Medienkompetenz. Menschen, die ihr Recht nach Meinung und Meinungsäußerung wahrnehmen und halt sich innerhalb des Grundgesetzes bewegen, zu verurteilen oder zu problematisieren, weil das tut sie in dem Video, finde ich Quatsch. Da sollte man eher die Rahmenbedingungen sich mal angucken und am Ende flirtet sie sogar noch mal mit dem Gedanken, wobei sie das auch zurückrudert, damit, ob Meinungsblogger von der Meinungsfreiheit gedeckt bleiben sollten, was ein super gruseliger Gedanke ist. Allein das zu reproduzieren in dieser Stelle finde ich maximal alarmierend. Das an der Stelle. Generell, und das werden wir eine Überleitung zu den anderen beiden Meinungsbloggern, die ich noch besprechen möchte, machen. Generell empfinde ich Alicia Joe, Sascha und Parabelritter als problematisch. Ich habe ein paar Probleme, die ich mit diesen drei verbinde. Und zwar, dass sie gerne den Boogeyman durchs Dorf jagen. Und das ist meist in den Fällen Influencer oder TikTok. Und das wird verwendet aus einer Position, meiner Meinung nach, der moralischen, faktischen Überlegenheit, die wenig Raum für einen Dialog lässt. So positioniert sich eine Sascha, eine Alicia Joe, selten als Meinungsblogger, sondern eher als Quelle der Information. Und das ist auch genau das, was eine Alicia Joe in ihrem Video kritisiert, dass ihre Community ihre Takes einfach so glaubt, ohne sie zu hinterfragen. Aber da würde ich mich ja fragen, so, wie positioniert sich denn der Sender? Weil wenn ich zum Beispiel ein Video in dieser Form jetzt zum Beispiel mache, sondern sage ich nicht, dass das, was ich hier sage, allgemeingültig ist. Diesen Eindruck möchte ich gar nicht vermitteln. Ich sage lediglich meine Meinung, meinen Take zu der Sache. Deswegen, ich untermauere das in dem Fall auch nicht unbedingt mit Fakten, beziehungsweise mit Studien. Wobei ich bei Alicia Joe würde ich fast nicht mal sagen, dass sie großartig eine Meinungsbloggerin ist. Also, wie schätzt ihr Alicia Joe ein? Ich finde, wenn ich mir die Videos anschaue, denke ich eher, das ist ein Informationsvideo oder ein Faktenvideo über ein gewisses Thema. Da geht es gar nicht darum, was so richtig ihre Meinung. Zum Teil sagt sie vielleicht noch ihre Meinung, aber es ist. Du weißt ja auch, auf was sie da hinaus will in den meisten Fällen. Doch, eher schon. Okay. Alicia Joe. Weiß nicht. Lea, danke auf jeden Fall für den Sub an Koroka. Ganz, ganz viel Liebe an der Stelle. Ja. Weiß ich nicht. Also bei Alicia Joe habe ich das Gefühl, es ist ein sehr aufgearbeitetes Video, wo du weißt, dass die Kritik ist. Aber ich finde, es ist so nicht so sehr krass auf Meinung, wie scheiße das ist, sondern Begründung, weshalb was problematisch ist. Ich sage ja nur meine Wahrnehmung. Die ist selektiver Natur. Sehr faktenbasiert einfach. Ich bin ein subjektives Individuum und meine Wahrnehmung ist definitiv nicht reproduzierbar. Ich möchte es an der Stelle nochmal erwähnen. Ich habe ADHS. Ich nehme die Welt definitiv nicht so wahr wie jemand, der neurotypisch ist. Und das ist bei dem zweiten Punkt, den ich unbedingt in diesem Video diskutieren möchte, unbedingt wichtig zu erwähnen. Denn wir haben das neurodivergente Spektrum, in dem Menschen unterschiedlicher psychischer Erkrankungen, Konditionen auftauchen. Und diese Menschen haben einen besonderen Bedarf bzw. eine besondere Wahrnehmung auf die Welt. Berichterstattung über Menschen mit Neurodivergenzen, die nicht ein gewisses Fachwissen zugrunde hat, ist ultra problematisch. Denn dort wird genau das getan, was generell gerne getan wird. Es wird über Menschen, über deren Köpfen hinweg gesprochen, über deren Leben. Und das macht ein Parabelritter, wenn es um TikTok und Social Media im Allgemeinen geht, gerade in Bezug zu Neurodivergenzen, sehr viel. Das macht eine Sascha und das hat eine Alicia Joe gemacht. Denn dort wird der Boogeyman, die neuen Social Media Plattform, TikTok in dem Sinne, und was das mit unseren Kindern macht, also noch leicht polarisierender Inhalt, weil Kinder mit im Spiel sind, genutzt, um alarmistisch über die Debatte Neurodivergenzen zu sprechen. Und gerade bei dem Video von Sascha habe ich richtig Puls bekommen, muss ich ehrlich sagen. Denn sie hat sich einen massiven Schnitzer geleistet, indem sie ein paar TikTok-Creator verwendet hat, die nicht ausreichend zensiert hat, weil sie sie als Beispiel benutzt hat, und dann über diese Verwendung dieser Creator versucht hat, dann eine Argumentation zu führen, warum deren Content, obwohl sie nicht genau die Verwendeten meint, problematisch ist. Was daraus resultierte war, dass unter anderem Frauen, die halt in ihrem Bild als Beispiel verwendet wurden, im Privatleben kontaktiert wurden und dann auf die Inhalte von Sascha angesprochen wurde. Und das ist unglaublich problematisch, denn dort wird sozusagen ein Strohmann gesucht, um eine Debatte zu führen, über die man generell keinen Griff und kein Verständnis hat. Was ich unglaublich schrecklich finde. Das führt nämlich zu dem Grund, warum ich das Video angefangen habe und auch im Allgemeinen darüber sprechen möchte. Stigmatisierung. Wenn wir nämlich über Menschen sprechen, ohne wirklichen Hintergrund fachlicher Natur, über deren Köpfe hinweg und uns nicht mit deren Konditionen, deren Storys auseinandersetzen oder die sogar zu Wort kommen lassen, dann fangen wir an, diese Menschen zu stigmatisieren. Und genau das passiert mit Menschen mit Neurodivergenzen. Ja. Hier wird nämlich Ja gut, ich kann halt beide Seiten irgendwo verstehen. Ne? Ich kann verstehen, ja gut, die Sachen, die man oder die Hintergrundinformationen von Personen kennt man vielleicht nicht, aber
Aber ich kann es auch verstehen, wenn man ein Video über eine Thematik macht, ein Problem aufzeigen will und halt ein richtiges Beispiel dafür sucht oder direkt an dem Beispiel kritisiert. Und dafür muss man es ja auch einfach zeigen. Kausa, in diesem Fall, den ich bei all diesen drei großen Influencern, Meinungsbloggern beobachtet habe, hier wird nämlich der Boogeyman A, die Kinder dichten sich selber irgendwelche Neurodivergenzen auf, weil es gerade im Trend ist, durchs Dorf gejagt, was nicht der Fall ist. Und wenn das der Fall ist, dann ist das nicht das Problem der einzelnen Creator, die über ihre Neurodivergenzen sprechen. Was nämlich die Kritik von einer Sascha durchstechen lässt, und das ist das Ekelhafte, was mich rasend wütend macht, ist, dass Menschen, die keinen fachlichen Hintergrund haben, nicht über ihre Kondition sprechen dürfen. Das bedeutet zum Beispiel, wenn wir diese Logik mal extrapolieren und auf eine andere Thematik anwenden, dann dürfte ich als Mann, als Schwarzer, nicht über Rassismus sprechen, den ich erlebt habe, weil ich ja kein Experte in Soziologie bin. Dann dürften Frauen nicht über ihre sexistischen Erlebnisse sprechen, weil sie ja keine Experten in Soziologie sind. Dann dürften Epileptiker über ihre Situation, das Leben über die Epilepsie, nicht sprechen, weil sie ja keine Experten sind. Sie sind ja nur Betroffene. Und wenn du als Betroffener über ein Thema sprichst, dann könnte es ja dazu beitragen, dass andere Menschen sich in diesem Thema wiederfinden und sich sogar diese ganzen Symptome aufsprechen und auch glauben, dass sie XYZ sind. Was dort gemacht wird, ist, dass die Menschen, die unter diesen Symptomen leiden, ihr Leben lang durch diese Krankheiten eingeschränkt werden, stigmatisiert und problematisiert werden. Wir schaffen es dadurch sozusagen, das simple Sprechen über deine eigenen Neurodivergenzen zu problematisieren. Das muss man sich mal reintun. So, damit kämpfen wir genau gegen diese Bewegung, dass man mehr Sichtbarkeit für Andersartigkeit in unserer Gesellschaft schafft und arbeitet indirekt auf eine weitere erneute Leitkultur hin. Neurodivergente Menschen sprechen über ihre Neurodivergenzen, um mit anderen Neurodivergenten zu connecten, um sich weniger alienated von der Gesellschaft zu fühlen, weniger weird ausgeschlossen in dem Falle, weniger stigmatisiert. Denn man kann sich das. Alter, war gerade irgendwie Musik im Hintergrund. Das nicht vorstellen. Der Leidensdruck, den man hat, wenn man zum Beispiel Borderline hat, wenn man Autist ist. Und da gibt es so unterschiedliche Ausprägungen innerhalb des autistischen Spektrums. Von nicht sprechen können bis hin zu kompletten Mental Breakdown kriegen, weil dich jemand berührt oder weil jemand eine Sache weggelegt hat, die du eigentlich bei Ort Y sehen musst, weil du sonst nicht klarkommst. Darüber nicht sprechen zu können, darüber nicht aufklären zu können, wie man selber damit lebt, wie man ein Leben gefunden hat damit, so, ist unglaublich problematisch, das als Problem abzustempeln. Anstatt da einfach dann die Leute, die diesen Content konsumieren, zu kritisieren, deren Eltern oder unser Schulsystem, das überhaupt gar keinen Raum für derlei individuelle Problematiken hat, werden Creator hingestellt, als würden sie anderen Kindern Trends starten und Kindern beibringen, wie man ADHS hat, weil es ja cool ist und hip ist. Anstatt mit uns diesen Dialog zu führen, weil wir als Neurodivergent haben natürlich auch ein Interesse, dass diese Neurodivergenzen ernst genommen werden, weil sie halt einen verdammten Leidensdruck ausüben und wir uns das nicht aussuchen und wir das nicht schön finden. Jeder, der mal eine Depressionsphase hatte über einen längeren Zeitraum, ein Jahr oder zwei oder drei oder ein halbes Leben so, weiß genau, dass Depressivsein nicht witzig ist und der bekommt direkt so eine Krawatte, wenn Uschi 14 Jahre davon... Ja gut, als Betroffener safe. Ne? Also Leute, die halt nicht betroffen sind, die können halt viel reden, wenn die mal wirklich diese Krankheit hätten, oder beziehungsweise in dem Fall ist es ja keine Krankheit, es ist eine Verhaltensauffälligkeit, vielleicht eine Verhaltensstörung, wobei Störung sage ich nur ungern. Ja, also keine Ahnung, da müsste man sich erstmal reinversetzen können, und ich glaube, als nicht Betroffener kannst du es gar nicht richtig. Kannst du noch so sehr ein Experte sein, wenn du direkt betroffen bist, hast du einen viel, viel besseren Einblick darauf. Ne? Und sprich, dass sie Ende der Diskussion auf jeden Fall Depression hat, weil ihr Freund sich von ihr getrennt hat. So, da kriegt man natürlich als jemand, der sein ganzes Leben lang an Depressionen gelitten hat, direkt einen Hals so. Weil man genau weiß, so, das ist keine Depression. In dem Fall wahrscheinlich, es geht natürlich auch, wenn du halt andere Neurodivergenzen hast, kannst du natürlich auch leichter in depressive Phasen stürzen. Aber in der Regel sind halt die kleinen Mädchen und Jungs, die von sowas sprechen, nicht krank. Heißt, man kriegt natürlich direkt einen Kamm, weil dadurch werden halt solche Themen wie Depressionen trivialisiert, wenn plötzlich jeder Dude und seine Großmutter Depressionen hat, weil gerade die Steuererklärung im Haus liegt. So. Solche Dialoge werden nicht mit uns geführt. Und das sehe ich als ein riesiges Problem, weil diese Meinungsblogger haben von sich den Anspruch, dass sie ja objektiv, sachlich, faktenbasiert argumentieren. Wobei ich das leider nur bei einer Parabelritter durch die Bank weg sehe und in den meisten Fällen bei einer Elisa Joe, wobei sie selber auch anerkennt, dass umso mehr sie mit Fakten arbeitet, sie nicht automatisch kategorisch richtiger wird. Auch Studien können fehlerhaft ausgelesen werden und führen nicht unbedingt dazu bei, dass man sich näher an der Wahrheit bewegt. Auch Studien können missrepräsentiert werden, auch Studien können gefälscht werden. Das heißt also nicht, dass man automatisch die Meinungshoheit beachten kann. Und das schließt den Kreis nämlich wieder, weil diese drei Meinungsblogger glauben, und ich kann da nicht für Sascha sprechen, aber ich bewerte das halt in der Interaktion von Neurodivergenten mit diesen Meinungsbloggern, diese drei Meinungsblogger glauben, dass wenn sie ihre Videos gemacht haben und ihre Meinung
dargelegt haben, Meinung in dem Fall muss man mit Klammern in Anspruch stellen, dass sie im Recht sind, was nicht der Fall ist. Das ist mein großes Problem. Und das kritisiert eine Alicia Joe ja auch in ihrem Video. Dieses, hier sind die Fakten, meine Meinung ist faktenbasiert und deswegen bin ich im Recht, nehmen Zuschauer auf und argumentieren deswegen auch so. Und deswegen sind ihre Zuschauer, aber auch die Zuschauer von Parabelritter, ja, aber auch die Zuschauer von Sascha, eher... Ja, wobei es halt auch schwierig ist, den Leuten das klarzumachen, dass es halt hierbei ja bloß eine Meinung ist und jeder darüber anders denken kann. Weil du argumentierst ja immer für das, was du sagst. Oder für das, was du auch denkst. Ne? Du gehst ja immer ran, okay, so und so ist die Thematik, also lenke ich die Thematik auf diese Sache. Und ja, die Zuschauer, was wollen die machen? Die können ja schlecht daraus jetzt sagen, okay, nee, ich sehe das anders. Und die müssen sich ja erstmal damit richtig krass beschäftigen. Und die haben ja gerade bloß das da liegen, was in diesem Video gesagt wird. Ne? Das ist dann halt einfach die Problematik, sich überhaupt dann ein großes Bild zu machen. Dazu. Also ich finde es immer schwierig, letztendlich ist es oftmals so, oder in den meisten Fällen ja so, du guckst dir ein Video an, du siehst die Meinung von jemand und dann hast du meistens auch die gleiche Meinung, ne? Weil du dich ja eh mit der Person identifizierst, vertrittst ähnliche Werte und dann ist die Meinung ja meistens die gleiche und man ist dann schockiert über irgendwas, obwohl dann vielleicht Dinge fehlinterpretiert wurden, falsch erzählt wurden vom YouTuber und dementsprechend hat man dann ein falsches Bild von der ganzen Situation. Das kann ich schon durchaus nachvollziehen, ist ja wahrscheinlich... Ja, in vielen Fällen ist es halt auch berechtigt, ne? Also so gewisse Videos, auch die Hinführung zu einem zu einem Ergebnis von einem Video. Geneigt. Olli redet wie ein Löwe, ich rede übel gar nicht wie ein Löwe, ich rede gerade eher wie eine Ente. Keinen bedeutsamen Meinungsaustausch mit Betroffenen zu interagieren. Was ich aber an der Stelle den... Also ich finde es schwierig, das Problem zu umgehen, weil wie willst du jetzt daran was ändern? Also was willst du jetzt als Content Creator, was sollst du anders machen jetzt? Das ist jetzt gerade die Frage. Ich stelle mir das jetzt komisch vor. Ja, du arbeitest faktenbasiert. Ja, du sagst dann ja trotzdem noch deine Meinung, aber es ist ja immer so, dass die Leute das dann mit adaptieren, diese Meinung. Egal, ob das jetzt richtig oder falsch war oder ob die Fakten überhaupt richtig oder falsch waren. Also ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig, da den richtigen Weg zu finden. Zwei der drei auf jeden Fall nochmal zugutehalten muss, ist, dass sie sich bemühen, Betroffene oder Experten zu konsultieren bei Themen, von denen sie absolut keine Ahnung haben. Das muss man bei den zwei der drei auf jeden Fall nochmal hervorheben. Was ich aber nochmal betonen möchte, ist der Confirmation Bias dieser drei, gerade in Bezug zu TikTok. Denn diese drei Meinungsblogger sind YouTube-Urgesteine und haben einen gewissen Bias gegenüber dem neuen Medium TikTok. Was problematisch ist, weil dieser Bias fließt automatisch ein. So wird zum Beispiel TikTok in deren Fokus problematisiert, während YouTube nicht ohne Fehler ist. Und das wird viel zu selten diskutiert. Auf YouTube gibt es genug problematische Inhalte, unkritisch einfach verbreitet werden, teilweise sogar monetarisiert. Mehr mit Betroffenen interagieren, ja, also ich kann das... Als Außenstehender kann man jetzt sagen, ja, hey, sprich mit den Leuten, die das betrifft, holt ihr da die Meinungen ein und so. Aber ihr müsst euch überlegen, es sind ja im Prinzip, ich kann das aus Creator-Sicht jetzt mal so verstehen, dass man nicht diese Zeit investieren möchte, noch mit Betroffenen extra zu reden, hier noch was auszuführen, da noch was auszuführen, weil das eine riesige Arbeit ist, das alles zu machen für ein YouTube-Video, wofür du am Ende des Tages vielleicht sogar noch bestraft wirst, das Video wird gelb und bla bla bla. Deswegen sagt man dann so als YouTuber, ey, ich mache jetzt ein Video dazu mit den Sachen, die ich jetzt schon vorliegen habe und dann lade ich das hoch. Immer nochmal zu schreiben, in der Hoffnung, dass auch jemand antwortet, dann muss die Antwort oder sollte die Antwort natürlich auch präsentiert werden können. Es ist, ich kann das auf beiden Seiten verstehen. Ich kann natürlich verstehen, ey, je mehr Recherche, je mehr sich in das Thema einarbeiten, umso besser ist es. Ich kann aber auch verstehen, wenn man sagt, ey, ich habe jetzt die Sachen hier vorliegen, ich mache jetzt daraus ein Video, ne? Weil es ist halt, als YouTuber ist es immer, ich kann es halt schon nachvollziehen, dass man sagt, ey, ich habe jetzt keinen Bock für so ein Video, da jetzt noch 20 Betroffene zu befragen. Worden sind. Just Nero hat diverse Videos zu der Thematik gemacht. Heißt, YouTube als Plattform ist kein Monolith des nur Guten. Und sich an TikTok abzuarbeiten, weil TikTok inhärent problematisch ist, ist halt die leichte Debatte. Damit muss man sich halt nicht mit sich selber auseinandersetzen. Vor allen Dingen, wenn man halt sich über diese Plattform so echauffiert und sich daran abarbeitet, wäre das meiner Meinung nach, wenn man halt objektiv argumentieren möchte, es nur fair, auch TikTok-Creator, die einen gewissen Standard einherbringen,
mit in die Debatte reinzuholen. Aber, und das wird nämlich von zwei der dreien kategorisch nicht getan, da werden TikTok-Creator, die sich öffentlich zu den Takes bezüglich Neurodivergenzen äußern, einfach wegignoriert. Man hat sich ja, und das ist in dem Fall eine direkte Kritik an den Parabelritter, man hat sich ja in Gänze mit der Thematik befasst und hat dementsprechend auch eine Ahnung. Und ich möchte ihm da auch keine schlampige Arbeit unterstellen. Er ist ein absolutes Arbeitstier, weiß ich aus zuversichtlichen Quellen. Nichtsdestotrotz ist der Umgang mit valider Kritik von... Ich bewundere Parabelritter dafür, wie viel Content er bringt und wie lang die Videos sind, wie hart die Recherche ist. Also das ist hier ein absolutes Rätsel, wie er das hinbekommt. Auch eine Zeit lang hat er ja so krass durchgezogen, hat er auf 4 Kanälen oder auf 3 Kanälen hat er aktiv Content gebracht, noch gestreamt, war dann noch aktiv. Hier noch, das ist wirklich Wahnsinn. Bitte. Und dann noch, ja, dann organisiert er noch dieses Festival, dieses Sternklang-Festival heißt es, glaube ich. Also das ist brutal. Also das ist wirklich arbeitstechnisch absolut brutal. Also Respekt dafür, da musst du wirklich dich lange hinsetzen und das gefühlt kein Leben haben, außer halt YouTube. Betroffenen, meiner Meinung nach, gerade bei solchen Themen wie Neurodivergenzen, unglaublich wichtig und zeigt eigentlich auf, wo wir als Gesellschaft noch stehen. Denn es ist nicht richtig, dass wir über Menschen, über deren Konditionen, über deren Köpfe hinweg sprechen. Gerade bei Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder Gewaltopfern sollte man eine gewisse Sensibilität an den Tag legen und nicht unbedingt eine Agenda oder ein Thema abarbeiten wollen, weil auch das beobachte ich gerne bei Meinungsbloggern, die eigentlich die Schicksale und Konditionen anderer Menschen nur instrumentalisieren, um ihren Thema, ihren Beitrag abarbeiten zu können und damit gar nicht wirklich sich um das Individuum dahinter beschäftigen zu wollen. Das ist nämlich auch ein massiver Shade an Sascha. Ihr Video... Ich glaube, es ist nicht nur an Sascha. Ja, da kann man mich mit reinzählen, man kann Kaiser mit reinzählen, man kann Kuchen-TV mit reinzählen. Das ist eine Sache, weil man sich mit der Person dahinter nicht wirklich beschäftigt, sondern einfach ein krasses Thema hat. Man sieht, das Thema ist interessant, okay, dann wird es interessant auch für die Zuschauer sein, kommt, dann arbeitet man das auf und dann war's das. Da beschäftigst du dich jetzt nicht großartig mit der Person dahinter, was könnte jetzt da der Auslöser, wie, wo, wann gewesen sein, sondern man gibt das wieder, was passiert ist, weil es einfach interessant ist. Ne, das, so gegen häusliche Gewalt. Da muss ich mich dann auch mit hier mit dazu zählen wahrscheinlich. Eigentlich nur den Boogeyman-Influencer im Fernsehen durchs Dorf treiben sollte, hat effektiv wirkliche häusliche Gewalt Opfer instrumentalisiert, um den Boogeyman-Influencer in dem Fall durchs Dorf jagen zu können. Und das hat weder Aufklärungscharakter, noch hat das in irgendeiner Weise die Möglichkeit, dieses schreckliche Thema in unserer Gesellschaft nachhaltig zu bekämpfen. Sondern es geht nur darum, alarmistisch mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und jemanden zu verurteilen. Ja, das ist vielleicht einfach nur Unterhaltung. Auch wenn es eine doofe Unterhaltung vielleicht ist. Aber es ist vielleicht einfach nur für sie ist es vielleicht einfach nur ein Unterhaltungsvideo. Und ich habe jetzt mein Content fertig. Also ich kann es nur von mir aus so sagen, bei mir ist es auch, ich habe nicht das Ziel, übel nachhaltigen Content zu bringen, wo man sagt, Alter, das ist ja unfassbar, genau so wird's sein. Sondern einfach, jo, krass, was das Thema ist so und so gewesen, okay, spannend, ab zum nächsten Video. Ne? Ach, Trey, grüß dich. Mehr mit Betroffenen interagieren während der Recherche, macht der Parabelritter doch auch. Ja, also ich weiß, was du meinst und das ist auch lobenswert, wenn das so funktioniert. Aber also aus Creators, ich kann nicht verstehen, dass man sagt, ich will auch irgendwann fertig werden mit meiner Arbeit. Und wenn du jetzt noch andere anschreibst, klar, du kannst auch 10 Jahre warten noch auf die Arbeit, bis es dann online kommt. Aber irgendwie willst du fertig werden, sonst hast du dann kein Thema. Und dann sagst du, ja komm, jetzt lege ich los. Und ehe ich jetzt hier Leute befrage, mache ich das einfach fertig. Nice. Das sind meine 2 Cents zu diesen 3 Creatern. Abschließend möchte ich noch betonen, dass ich 2 von 3 Creator definitiv schätze in ihrer Arbeit, in ihrer Bemühung, in allgemeineren Themen, die ihnen eher liegen und ihnen näher sind. Und möchte noch darauf hinweisen, dass es nur meine Meinung ist und meine Wahrnehmung und ich als betroffene Person des neurodivergenten Spektrums dementsprechend extra kritisch bin, weil ich befangen bin. Aber sagt mir doch gerne, ob ihr das fühlen könnt, was ich gerade gesagt habe, was ich versucht habe, euch zu erklären. Denn letztendlich haben wir alle unsere eigene Wahrnehmung. An der Stelle kann ich noch betonen, folgt mir auf Instagram, trink genug Wasser, ess genug, habt Sport, macht all das richtig, was ich falsch mache. Wir sehen uns im nächsten Mal. Hä? Ja, mach genug Sport, Junge, du siehst aus wie ein Baum. Man erkennt dich kaum, weil du ein Baum bist. Alter, okay. Ja, du bist auf jeden Fall jemand, der extrem ungesund ist, wahrscheinlich nie Wasser trinkt und jeden Tag Sport macht. Schwein. Okay.
Ja, nee, ich finde das Thema interessant. Ich fand es jetzt auch zum Schluss nochmal umso interessanter. Da kam noch ein bisschen mehr ans Tageslicht, was er jetzt genau alles sagen möchte. Ja, also zu 100% kann man das nachvollziehen. Das ist eine Kritik, die durchaus verständlich ist und die auch wünschenswert ist, wenn es auch so umgesetzt wird, müsste ich das natürlich auch machen, weil im Prinzip, guck mal, wenn du jetzt einen Vorfall aufarbeitest, wo zum Beispiel jemand auf TikTok oder wo jemand auf TikTok zum Beispiel Tourette faked, dann mache ich ein Video beispielsweise draus und sage, jo, der hat Tourette gefaked. In dem Sinne habe ich ja jetzt nicht so, also ich meine, was habe ich denn in dem Sinne eigentlich sonst getan, außer das aufgezeigt? Ich so viel Nachhaltigkeit habe ich da nicht gezeigt, außer dass ich gesagt habe, ey, mach das nicht nach, das ist einfach absolut kacke und das sowas macht man nicht. Weiß ich halt nicht. Ne? Also, ja, man könnte dann noch mit den Leuten reden und dann noch hinterfragen oder die Leute, die sowas machen, je nachdem, ob da eine Antwort kommt, ja, was hat dich dazu bewegt, dass du das und das gemacht hast, aber ja, ich kann es auch verstehen, dass man sagt, nee, hat man keinen Bock drauf, das extra so zu machen.